Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Wir sind das letzte Mal hier in Founders Island stehen geblieben, wo wir einige Nebenquests abgeschlossen haben. Und jetzt werde ich doch erstmal noch ein bisschen weitermachen. Ich mache mich auf den Weg zum Uhrenturm, Alfred. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, mit lade die Daten vom Batman. Der normalen Hauptstory, bis ein paar weitere Nebenquests wieder freigeschaltet werden. Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich bald mal ein bisschen Winter-Trophäen sammeln. Was zum... Die Fledermaus! Er verfolgt uns! Tritt das Metall durch, los! So, rede. Ich hab gehört, Gasmasken helfen nicht, weil das... Riddler, rede, solange du noch kannst. Ich sag dir alles, was ich weiß. Muss reichen. Sehr schön. So, mehr braucht's nicht. Okay. Einmal abtauchen. Noch und dann haben wir die richtige Höhe. Sehr schön. Wenn der Riddler was sagt, kann man ihn wenigstens ausblenden. Aber bei Scarecrow krieg ich ne. Batman zu helfen hat seinen Preis. Wie dank dieser Erinnerung auch ständig weiß. Achso. Moment. Da das Bild. Auch nicht? Okay. Steht hier irgendwo noch der Rollstuhl rum? Hier irgendwo ein Plakat oder sowas. Objekt verdeckt. Nee. Vielleicht muss ich erst einmal kurz den Uhrenturm auslösen. Identität bestätigt. Oder ist es Toxin Gray? Der Anzug von Batgirl, der auch ziemlich cool aussieht, wenn wir mal ehrlich sind. Alfred, ruf die Aufnahmen vom Scanner des Batgirl. Die Biografien lese ich auch bald durch. Uns fehlen ja eh nicht mehr viele. Damit wir alle haben, aber auf ein paar warte ich noch. Wings ab. Natürlich, Sir. Wie Sie sehen, hat der Batwing seine Runde über Founders Island beendet, aber es gab keine Spur vom Cloudburst. Ich würde Sie natürlich informieren, wenn sich die Situation ändert, aber... Oh, einen Moment, Sir. Ich empfange gerade einen Notruf aus dem Filmstudio. Batman! Ich hoffe, du kannst das hören. Das Filmstudio wird angegriffen. Robin hat Ärger. Hören Sie mir genau zu. Sie müssen diesen Raum versiegeln. Die Infizierten dürfen nicht raus. Natürlich.
Was soll ich? Henry! Genug jetzt von dir! Harley. Wer kommt denn dann zu spät, um die Welt zu retten? Wie läuft's, Bad Brain? Schon ein Weilchen her? Harley Quinn. Du erinnerst dich also? Wie schräg. Denn du hast das Einzige getötet, was ich je gelebt habe. In den anderen beiden Teilen sah sie besser aus. Dass du eine ganze Generation neuer Joker für dich behalten hast. Ich weiß. Peinlich. Tu es nicht. Sie sind instabil. Oh, sie sind instabil? Vielleicht solltest du mal einen Blick in den Spiegel werfen. Alfred, ich muss zu den Filmstudios. Beeilen Sie sich bitte. Miss Quinn ist mental instabil. Robin könnte in großer Gefahr sein. Natürlich ist sie instabil. Ich hab doch gesagt, wir hätten diese zweitklassigen Kopien massakrieren sollen. Wehe, wenn sie Robin töten, Bats! Das war mein Plan. Voll vom Randalieren. So. Damit wären wir bei den Filmstudios angekommen. Glaubst du, sie hat Interesse? Wer? Harley? Ha, willst du mich verarschen? Was? Muss ich dir das wirklich erklären? Ich dachte nur, da der Joker weg ist, würde sie... Du weißt schon. Sie hat sich ein paar neue Joker gesucht. Doch selbst ohne die, wie kommst du darauf, dass du eine Chance hättest? Ha, genau. Bei dieser Joker-Tussi hättest du sicher mehr Glück. Christina Bell. Genau. Zwei Persönlichkeiten zum Preis von einer. So. Mal wieder ein paar Joker-Goons verhauen, auch wenn sie jetzt die Farbe von Harley tragen. Sehr schön. Öffnen. Stimmmusterfehler. Zugang verweigert. Haha, netter Versuch, Bad Brain. Harley hat die Stimmerkennung geändert. Ich kann den Modulator, den ich vom Fahrer des Arkham Knight habe, anpassen, um ihre Stimme nachzuahmen. Na, dann machen wir das mal, wa? Stimmensynthetisierer. Sieh an, wer zu spät kommt, um die Welt zu retten. Wie läuft's, Bad Brain? Schon ein Weilchen her. Na also, da haben wir's. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Der Stimmsynthesizer kann Harleys Stimme imitieren. So kann ich die Tür öffnen. Es muss irgendwas passiert sein. Vielleicht ist der Funk hinüber. Wenn ich rausfinde, dass sie faul rumhängen, lasse ich Big L ihnen ihre schwitzigen Gliedmaßen abreißen. Das ist übel. Was zum Teufel? Jemand hat sie alle ausgeschaltet. Das war der dreckige Fledermaus-Loser. Holt den Hubschrauber sofort runter. Ich will noch mehr Männer auf dem Dach und Wachgeschütze am Eingang. Und denk nicht einmal daran, nach unten zu kommen, solange er nicht tot ist. Habt ihr verstanden? Ja. Scheiß Wachgeschütze. Ich muss das Dach sichern. Ich kann Harleys Leute mit dem Stimmensynthesizer manipulieren. Arme Harley,
Verschwendet Ihre Zeit mit diesen lieblosen Nachahmungen, wenn ich doch hier in... hier bin. Mich verwirrt, wie sie deine streng geheime Betthöhle finden konnte, Betsy. Überprüf die Waffenkiste. Ich habe ein Spiegelbild im Spiegel gefunden, als ich noch lebte. Sieht aus, als hätte sie etwas zurückgehalten. Tja, wer weiß das schon. Aber Harley war eigentlich schon immer recht smart. Tja, das hat nicht lange gedauert. Der nächste von euch Idioten, der versagt, wird Big Al's neuer Sandsack. Ich kann keinen Befehl geben, ohne ein Ziel ausgewählt zu haben. Der Stimmen-Synthesizer ist nutzlos, solange er beschäftigt ist. Hört auf, beschäftigt zu sein. Es geht los, Jungs. Der große böse Freak ist zurück. Versuch's nochmal, Batman. Trau dich. Wir können nichts für ihn tun, aber wir finden die Fledermaus, die das war. Sind wir alle noch ganz? Bei mir ist nichts. Alles sauber. Ruhe bewahren. Wir schaffen das. Es sind noch 9 Gegner, das ist ganz schön viel jetzt doch noch geworden. Kommt schon, Jungs! Harley! Foltert uns, die nicht finden! Ja, und so richtig hat sie den Dreh noch nicht raus! Check den Generator. Kein Problem. Fuck. Nach dem Kerl, den Batman erwischt hat. Wo ist er? Beim Filmset. Nichts wie hin. Noch einer am Boden. Die Fledermaus meint's ernst. Er hatte Glück. Was zum Teufel war das? Er ist weg. Zugesetzt. Ich gebe Rückendeckung. Batman wollte wohl noch etwas bleiben. Das wird ihm noch leid tun. Genau. Er hat sich mit den Falschen angelegt. Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat erwischt. Passt besser auf. Ist das... Ist er tot? Wo bin... Du! Hierher!
steht nicht mehr auf. Geht weiter! Ich glaube, da unten bewegt sich was. Da bewegt sich gar nichts. Fenster. Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat's erwischt. Pass besser auf. Überprüf das Gitter da drüben. Geht klar. Zurück. Ich leg eine Mine. Kommt schon, bewegt euch. So, den Dicken wollen wir irgendwie anders ausschalten. Ach, sind jetzt eh nur noch die drei. Fällt mir gerade so auf. Oh gut, hier liegt eh schon eine halbe Armee rum. Sehr gut, das war der Dicke. Weißt du was, jetzt ist Schluss mit Verstecken. Ups, das war noch die Schläger Linie. Sind erledigt. Jetzt muss ich mir Harley vornehmen. Schön. Ab nach unten zu Harley. Ganz schön langer Aufzug. Hallo, Lex. Spiel lädst du? Ah. Ach, damals. Du und ich und ein Trakt voller psychotischer Mörder. Hast dich noch nie so zu Hause gefühlt, was? Ach, komm schon. Gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder von Let's Play Batman Arkham Knight. Bis dahin und tschüss.